Seid willkommen zurück zum Hexer, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen, wow. Und damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher. Sind die vier hinter mir gerade respawned? Nö. Beim letzten Mal haben wir Berengar gefunden und werden ihn dieses Mal ein wenig zur Rede stellen. Das heißt, raus aus der Gruft. Und Berengar. Wir anfangen. Können am Feuer reden. Oh, ja, ich zünde dich gleich an, dann haben wir Feuer. Wo ist denn eine Feuerstelle? Die da drüben? Warte, ich lauf mal dahin. Komm, ich mach dir sogar Feuer an. Hier, Busch. Was zum Teufel mache ich hier? Wir können am Feuer reden. Wir können am Feuer reden. Dann setz dich ans Feuer, du Arschloch. Wir können am Feuer reden. Weißt du, er setzt sich jetzt hin, um jetzt wieder aufzustehen. Wir können am Feuer reden. Wir können am Feuer reden. Oder nicht? Also, was gibt es so Dringendes? Ich fange am besten am Anfang an. In welcher Verbindung steht ihr zu den Salamandra? Was zur Hölle? Die Geschichte ist schnell erzählt. Sie haben mich vor einiger Zeit gefunden und der Professor hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Ihr wisst schon, sowas wie, hilf uns oder du frisst deine eigenen Eier. Ich habe getan, was ich tun musste. Es ist witzig. Sie erinnern mich an Hexer. Ich hatte nie eine Wahl. Weder bei denen, noch bei euch. Erst machten mich die Hexer zu Mutanten, dann machte mich der Professor zum Verbrecher. Ein doppelt Ausgestoßener. Ich bin bei der ersten Gelegenheit geflohen. Sie haben nichts von mir erfahren. Ich habe niemanden verkauft. Und dann kam ich hierher. Ich habe das Gefühl, dass ihr mir nicht alles sagt. Wie scharfsinnig. Da ist noch eine Sache. Die Salamandra wollen Alvin. Ich weiß nicht warum, aber er ist wichtig für sie. Sie haben mich hierher geschickt, um ihn zu suchen, aber ich habe nichts dergleichen vor. Ich will nur ein paar Ohrens verdienen, dann verschwinde ich für immer. Mehr wisst ihr also nicht über den Angriff auf Kaer Morhen und die gestohlenen Hexerformeln? Nicht das Geringste. Dann habe ich nur einen Rat für euch. Haltet euch von Alvin fern. Ja? Ja. Es heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den Vodjanoi lösen. Was? Haben sie euch geschickt, um meinen Vertrag aufzulösen? Soll mir recht sein. Nehmt ihn. Was für einen Vertrag? Den Vertrag zwischen den Menschen und den Vodjanoi, Frieden zu stiften. Beide Seiten kamen zu mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Und die Aufgabe passt perfekt zu eurer heiligen Legende. Höre ich da etwa Neid? Macht euch nicht so wichtig. Ich verachte Menschen wie euch zutiefst. Schweift nicht ab. Mein Rat? Löscht eine der zwei Seiten aus. Dann ergibt sich der Rest. Wow. Ihr habt eine Rüstung erwähnt. Kennt ihr die Legende nicht? Ich dachte, jeder Hexer hätte davon gehört. Erzählt mir davon. Wie Legenden nun mal so sind, berichtet die Legende von einem großen Krieger. Sie ist noch langweiliger als Rittersporns Ballade über euch. Auch wenn das kaum möglich scheint. Unser Held trug zwar eine Rüstung, wendete aber die Kampftechniken eines Hexers an. War er ein Hexer? Ha, wer weiß. Das klingt interessant. Man nannte ihn Rabe. Er hatte Beziehungen zu Erfindern unter den Gnomen, die über ein überlegenes technisches Wissen verfügten. In ihren geheimen Werkstätten unter dem Carbonberg schufen sie eine ebenso feste wie leichte Rüstung. Perfekt für einen Hexer. Eine legendäre Rüstung. Vielleicht sollte ich mich mal als Schatzjäger versuchen. Viel Glück. Vermutlich wurde Rabe in ihr begraben. Schon seit langem durchsuche ich Friedhöfe, um sie zu finden. Kennt ihr jemanden, der mir mehr über diese Rüstung erzählen kann? Der hiesige Schmied ist auch ein Erfinder. Und er kennt die Legende. Ihr könnt es aber auch bei dem Elfenhandwerker versuchen. Das werde ich tun. Ja? Wisst ihr, wo ich den freundlichen Priester der Vodjanoi finden kann? Beim Altar der Herren des Sees am Ufer. Manchmal jagen ihn die Anhänger Dagons fort. Da müsst ihr auf ihn warten, falls das nicht unter eurer Würde ist. Verstehe. Ja?
Ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ja, eure Lenden sind ungeschützt, wenn ihr eine halbe Drehung macht. Jeder Anfänger würde das bemerken. Ich weiß sogar warum. Würde es euch was ausmachen, es mir zu erzählen? Um eine halbe Drehung korrekt ausführen zu können, müssen beide Beine gesund sein. Eines eurer Beine wurde einmal zerquetscht. Möglich. So ist das eben. Lebe durch das Schwert, stirb durch das Schwert. Lebt wohl. Okay, ich sollte andere Arbeiten erledigen, bis Berengar gesprächiger wird. Ich sollte mit Julian und dem Wodjanoi-Priester sprechen. Und eine Leiche plündern. Was bist du? Zwergenbrand. Aber kein guter Alkohol, deswegen mache ich mir da jetzt keinen Stress um den Platz, mein Inventar. Ach, da sind diese Dagone. Beziehungsweise die Anhänger Dagons. Merunes Dagon. Okay, der heilt ihn. Dann kill ich den. Okay, wenn ich... Lol. Ich weiß etwas, das ihr nicht wisst. Zum Beispiel... Der komische Fischmann ist wieder da. Diese bösen Fischleute haben vom Altar der Herrin gegessen. Ekelhaft. Der Wodjanoi-Priester ist zurückgekehrt. Ich muss mit ihm reden. Ich wollte nicht das dumme Mädchen ansprechen. Wie heißt das? Resolutes Mädchen oder so? Dumme Göre. Ich nenne sie jetzt dumme Göre. Ich wollte nicht mit dumme Göre reden. Gefällt mir. Resolut. Was habe ich gesagt? Robust? Nee. Ich will erstmal mit Najade reden. Ich weiß, sie ist vom Volk der Najaden, oder? Okay, reden wir. Ich habe eure Halskette. Wundervoll. Und jetzt eure Belohnung. Ich kann euch ein Buch über die Wodjanoi oder eine Erdrune anbieten. Oder, wann immer es erforderlich ist, eure Wunden versorgen. Erzählt mir mehr über die Belohnungen. Das Buch über die Wodjanoi enthält Wissen über alle Arten von Fischvolk, denen ihr begegnen könnt. Die Erdrune verbessert euer Schwert. Wählt ihr mich, behandle ich eure Wunden, wann immer es nötig ist. Ich nehme das Buch über die Wodjanoi. Es gehört euch, aber es ist so ein langweiliger Wälzer. Danke. Nehmt dieses Präsent als Andenken mit. Das Amulett beschützt euch vor Ertrunkenen. Reden wir. Wer genau seid ihr? Einen. Wo kann ich. Er betet häufig am Alt. Verstehe. So, was schmeißt ihr jetzt weg? Einmal eine Hähnchenkeule und einmal. Level up, nice. Alchemistische Paste, weg mit dem Müll. So, rotes Band. Hallo? So. Okay, Feuerstelle. Talente, wieder 2-2. Das habe ich alles so weit wie wichtig durch. Igni.
Machen wir mal so. Oh, und? Katze. Du brauchst nur normalen Alkohol, richtig? Ja. Jetzt habe ich ein paar Katzen. Wenn mich Alvin jetzt nochmal anquatscht, schmeiß ich dieses Kind in die Hölle. Ich habe geträumt, ich wäre ein Hexer. Ich kämpfte gegen dieses Ungeheuer und hatte gar keine Angst. Nur Narren haben keine Angst. Die Dörfler sagen, dass Birenga Angst davor hat, einen Riesenfisch zu töten. Ihr nicht. Ich will ein Hexer werden. Glaubst du, das macht Spaß? Na klar, aber einer wie ihr, nicht wie Birenga. Hexer sind unheimlich tapfer, sie werden nie krank. Wir werden nie krank. Aber das hat seinen Preis. Und dann sind da die Schmerzen. Würde es dir gefallen, wenn du schlimme Schmerzen hättest? Nein. Kann ich kein Hexer werden, ohne dass es weh tut? Nein. Dann bin ich mir nicht mehr so sicher. Also, muss ja sagen, ich könnte, glaube ich, locker Hexer werden. Aber Schmerzen habe ich sowieso. Ich habe Migräne. Alter. Ist er tagsüber im Altar oder? Ja, dann gehe ich zum Acker. Dann rede ich auf dem Weg mit Julian. Muss ich hier schon links? Ja. So. Und schön in die Ferne klicken, damit ich weniger Stress mit dem Laufen habe. Drüben sitzt Berenga. Ach, siehst du, mit dem Schmied wollte ich auch noch reden. Straße zum Doof. Zu den Doofen. Wegweiser. Wegweiser. Weg mit dir. Na gut, wo ist der Schmied? Ja, Weltkarte, ich hasse die Weltkarte. Adam, Haus des Bäckers. Mit dem Schmied und dem Elfenhandwerker. Okay, wo ist jetzt euer... Okay, never mind. Hey, Schmitte. Seid gegrüßt. Hallo. Wie kann ich dem Herrn helfen? Wer mögt ihr wohl sein? Ich bin ein Meisterhandwerker zu euren Diensten. Ich erledige Reparaturarbeiten jeder Art, stelle ungewöhnliche Objekte her und bin ein tüchtiger, kreativer Schmied und Zimmermann. Ihr seid recht vielseitig. Man muss ja schließlich leben, darum biete ich auch andere Dienste an. Zudem habe ich ein recht teures Hobby. Ein Hobby?
Genau. Meine Verwandten und ich wollen eine Flugmaschine bauen. Wir haben schon mehrere gebaut, aber keine funktionierte und wir mussten die medizinische Versorgung des Piloten bezahlen. Verstehe. Ja? Berengar erwähnte, dass ihr die Legende von Rabe kennt. Ich weiß nichts über die Legende. Ich interessiere mich mehr für Technik. Diese Rüstung war ein Durchbruch, der nur durch Fortschritte in Metallurgie und Schmelztechnik möglich wurde. Sehr interessant. Wegen der Rüstung. Ich kann euch ihre Qualitäten schildern. Gut. Aber bedenkt, ich weiß nur wenig über Metallurgie und Schmiedekunst. Drei Elemente von Rabes Rüstung sind erhalten. Eine Schulterplatte, eine Armröhre und einen Handschuh. Bestes Eisenerz und neueste Technik kamen bei der Herstellung zur Anwendung. Nicht diese nutzlosen Schmelztiegel aus Temerien. Die Gnome sind uns technologisch eine Generation voraus. Die haben Schmelzöfen und Gusstanks unter dem Carbonberg, von denen unsere Handwerker nur träumen können. Könnt ihr mir etwas über die Rüstung erzählen? Wie ihr wollt. Mit den erwähnten Techniken kann man Stahl herstellen, der hart und flexibel zugleich ist. Praktisch unzerstörbar. Wie gesagt, es sind nur Teile der Rüstung erhalten. Wenn ihr die ganze Rüstung restaurieren wollt, müsst ihr Ersatzmaterialien finden, sowie jemanden, der die Teile zusammenbauen kann. Irgendwelche Vorschläge? Sucht in Grüften, in denen große Ritter begraben wurden. Die Grafen der Ruita-Dynastie sollen ähnliche Rüstungen getragen haben. Deren Teile sollte man umschmieden können. Ein Schmied kann euch neue Schwerter aus Meteoritenerz schmieden. Ja, ihr braucht mindestens 3 Meteoritenteile, um ein neues Schwert zu bestellen. Ja, hier Rune. Hä? Ja? Und jetzt habe ich das in der... Hä? Nee. Hä? Na gut, nevermind. Scheiß drauf. So, zum Gasthaus, zum Seeufer. Wo geht's zu den Feldern nochmal? Achso, da unten dann, genau. Alvin. Hab ihm was erklärt. Sollte mit ihm reden. Hab ich schon gemacht. Habe ich den Alp-Eintrag? Glaube nämlich nicht. Nee. Faustkampf. Okay, dann rede ich erstmal mit dem Maurer. Schaffe ich das die Folge noch? Warte mal. Eingestürzte Brücke. Doch, da lang gehe ich richtig. Ich rede, wie gesagt, erstmal mit dem Maurer. Gab es hier nicht noch... Ihr müsst es ja noch irgendwo eine Gruft gegeben haben. Also 2 Grüfte brauchen wir ja noch. Und ja, komm, den Maurer schaffen wir die Folge noch. Geld verdienen. Herr... Ich habe eine Übereinkunft mit den Griggs erzielt. Ich bin beeindruckt. Wenn ihr dieses 4-blättrige Kleeblatt tragt, behelligen sie euch nicht. Vielleicht kann ich die Brücke vor dem ersten Schneefall vollenden. Nun zu eurer Belohnung. Ich nehme das Buch über Geister. Sagt keinem, woher ihr es habt. Der Einsiedler wird böse, wenn er erfährt, dass ich's mir ausgeborgt habe. Danke. So, sehr schön.
Eine Quest weniger. Hitze des Tages machen wir dann als nächstes. Da müssen wir dann auf die Felder. Wir rennen sozusagen einmal hier quer rüber. Gut, aber damit bedanke ich mich erstmal bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.